Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Dusi im General, zu einem zweiten Video über Zeichnen mit Java an NetBeans. Die wir gleich dann gesehen haben, die Einzelobjekte, die ich kann zeichnen, Linien, Ellipsen, Rechtecker. Und heute gesehen. An Text. Oh, ich hatte einen Text vergessen. Aber ja, da gesehen wir dann heute, wie programmieren statt dann mit Quellcode. Ups, gehen wir auf NetBeans. Es muss zwar nicht um NetBeans, weil mit mir viel mehr einfach, aber es geht ganz kompliziert um Unimosa. Ja. Sorry vermeiden. Ja. Zwar kein GUI, aber trotzdem. Okay. Das Dinge, was wir heute machen, ist nicht unbedingt das, was wir in einer professionellen Welt machen. Nee. Wir haben einen ganz speziellen Fall, wen das zu programmieren hat. Okay. Ich lehne den Herz, wie sagt das Herz, ändert nicht den Schema. Mhm. Den ist fix gebraucht, den wie da steht. Okay. Weil da geht es. Anders geht es immer nicht und versteht kein Mensch, wie was. Mal als Kreative habe ich nicht. Nein, nicht, weil das Schema so verlangt. Okay. Leider. Das steht auch noch, okay. Machen wir das einfach so, dass okay. Das Schema, die funktioniert so, mit unseren Beispielen, das nicht wie kreativ hier ein anderes Schema zu bauen. Okay. Voilà. Das ist gut. Wir machen dann noch ein ganz komplettes Projekt. Da sind wir vielleicht ein bisschen Rappel, aber das hilft nicht. Wie soll man dann das Projekt nennen? Wir machen eine normale Applikation. Projekt. Picasso. Picasso. Das ist ein Moler, oder? Ja, schon. Dann haben wir was. Picasso. Ganz gut. Abstrakt Molen. Wir Molen haben abstrakt. Voilà. Default Package. Wir machen ein neues Frame. Das wie beim GUI. Der Num. Aus Konvention Mainframe. Wie gehabt. Voilà. Du hast es. Pass auf, das ist ein Frame. Du kannst schon nicht malen. Das geht kann was. Voilà. Du kannst schon gucken. Standardsache, nicht extras. Du kannst das, was du für zu malen. Du kannst ein bisschen das Schema an. Was wir machen, ist ein J-Panel 4. Du kannst mir gebrauchen den J-Panel. Wir haben das schon viel gesehen beim GUI. Wir sagen, für zu kopieren. Du gebrauchen mir den Panel für zu malen. Weil das kann was. Den okay. Erlaubt das zu malen. Okay. Wir machen einen J-Panel. Konvention sieht, wir geben ihm den Namen Draw-Panel. Okay. Ich kann mehr Panel gebrauchen, für knapper schon so weit. Wir gebrauchen immer den Draw-Panel für zu malen. Okay. Das einfach so den okay, dann passt es. Lo könnte der Knackpunkt. Ihr müsst unbedingt ein Kerl kompilieren. Aha. Für was? Weil sonst könnt ihr nicht weitergehen. Okay. Wir werden, weil hier muss ein Objekt generieren vom Drawpanel am Hintergrund, für das wir dem am Mainframe verbannen. Okay. Das ist von den Fehlern, die optaucht, wenn die ein Projekt kriegt und ihr wollt den los starten, da geht das nicht. Die muss für dich kompilieren, da können wir weitermachen. Okay. Das ist einfach ein Grundrecht. Wir gehen beim Design. Und da brauche ich just den rüber zu zählen. Seht ihr, hier ist mein Drawpanel. Den kann ich da setzen, wo ich will. Okay. Den meine ich durch das ganze Fenster. Oder ich meine den ein bisschen mit klein. Ich will das gerne nicht alles füllen. Voilà. Beispielsweise. Ich würde noch würfen für kleinen Text. Voilà, machen wir just eine Mühe. Für zu sagen, ich kann die zwei Sachen mischen. Zum Beispiel hi. Voilà, dann machen wir einen kleinen Text. My Picasso. Drawings. Voilà. Okay. Ja. Zweite Sache. Das tun als ein Objekt. Ja. Ich kriege auch einen Namen, wie beim GUI Nummer 4 gestanden. Heim haben wir eine Zahl wäscht. Von Schrift in Ende wäscht. Nennt den Drawpanel. Heim so kriegen wir da 2 oder 3. Geht ihm auch einen Namen, für was es geht. Par Default, Konvention, sieht Drawpanel. Was will. Für was, wir müssen den dann so abrufen. Mhm. Wir müssen verschiedene Methoden halt rum. Voilà, das ist das Prinzip. Okay. Ich muss einen Canvas, das ist ein Drawpanel, der noch steht. Da können wir malen. Das heißt, den hat ja schon ein Breite und ein Hecht. Den wird schon ein schon eigenschaftlich den können wir ja. Schon gebrauchen. Ganz okay. Genau. Mhm. Wenn wir auch gucken gehen, der steht hier am G-Frame dran. Mhm. Wenn ich den Mainframe Source gucken gehen, hier steht er schon. Drawpanel. Ja. Den kann man schon auch abrufen. Mhm. Abgepasst, den hast du recht high initialisiert. D'accord? Hier. Von hier unten kann ich mit Apps mit meinem Drawpanel aufhängen. Okay. Den ist Brett. Okay, das ist gut. Okay? Mhm. Wieso also? Soweit gut, ja. Soweit so gut. Okay, Spaß, mein Kerl. Du könnt, ja, wir schaffen immer an einer GUI, wir sind auch immer an einer MVC-Welt.
Model View Controller. Hier haben wir richtig MVC. Ja. Das tun aus den View. Der Mainframe aus der Controller. Okay. Der kontrolliert Knäppercher, der kontrolliert den Molen, den hat den Mol, respektive klicken, das sind wir next year. Ja. Klicken, antwortet just nach dem Modell. Modell, Controller, View. Das ist der Modell, muss man machen. Ja. Das ist mein Brand, auch ein Modell. Das ist eine neue Klasse. Ich meine, ganz, ganz einfach Modell. Das ist ein Hashlo, wenn wir ein bisschen spät gesehen. Ich meine, das ist eine ganz einfache Klasse. Das ist zum Beispiel den Guernica, berühmten. Berühmt Bild, ich schlucht. Von Picasso. Was soll man da machen? Ich habe Attribute machen. Ja. In diesem Fall will ich kein. Nee. Ich will kein Attribut. Ich will wirklich ganz einfach ein Modell haben, die wird nur malen für uns fangen. Späterhin machen wir ein bisschen mehr kompliziert, das richtige Modell. Nun machen wir just, überhaupt das malt. Bei diesem MVC-Modell oder Schema oder System malt ein Modell. Zerren auf der Canvas. Okay. Das ist kein richtiges MVC, weil theoretisch müsste das Modell getrennt sind vom View. Wir meinen aber zusammen, weil das Zerren ein bisschen zu viel exportiert bei der Klasse. Okay. Das ist für mich einfach. Die Stelle muss man just eine Klasse definieren, für zu malen. Publik, kein Resultat, ganz oft Droh genannt. Droh, einfach, Klammer zu. Voilà. Dann haben wir füllen wir das mit. Ups. Command Option 8. Nein, okay. Command Option 8. Command Option 8. Command Option 8. Auf jeden Fall, Klammer zu tun, wie viel ist. Alt. Alt 8. Alt 8. Okay. Momentan Eider. Hm? To do, Programm, Draw. Voilà. Okay. Das sind wir für das Modell tun. Anders kann das nur High Tasks. Ja, Schule. Das ist nicht in der Schuld. Mein Action Items, was? In irgendwann kann ich dann High Null gewesen. Wir müssen die programmieren. Das sehen wir. Das haben wir nicht fertig. Wir haben ein Modell, eine View an der Controller. Uff. Was muss man hier machen? Home. Private. Dass mein Modell kann da hin. Ja. Muss gucken, wie ich das hinkriege. Ja. Egal wie den heißt, das ist dann meistens am. An der Angabe gesucht, ich meine direkt ein neues Modell, den hängt nicht von einem Knöpfchen und nicht, das ist also drei. New, Guernica, kein Parameter, das ist das Modell ausgemacht. Link, ja. Okay, ja. Bis du. Ja. Du könnt das, was wir forcieren vom Schema, das ist verbunden von dem Ganzen. Das ist momentan just der Mainframe mit dem Drawpanel gemacht, den drinnen. Du muss man noch als Modell mit dem Drawpanel verbinden. Ja. Das ist eine Obligation. Das ist hier am Drawpanel. Bei mir lo rum deshalb ist das Modell. Private. Das ist mir hin eng. Nein, geht das Modell hier dran. Hier muss ich malen. Guernica, hast du gleich? No. Und die muss null sein am Anfang. Okay. Für so ein Schuh gehen. Ich meine, hier nie new. Das ist verboten. Für heute das Modell ein New zu machen. Okay. Denn heute wird nicht mehr ein Link auf den Modell. Für so eine Sprache, die für zu malen, da geht dann heute verlinkt. Dafür brauche ich dann noch eine Methode, einen klassischen Getter, Source, Insert, Sprache Setter, mit dem Guernica Generate. Voilà. Das möchte mein Link dahin. Pui. D'accord? Das muss ich auch hier am Mainframe machen. Das ist hier, wenn ich dann Drawpanel. Punkt set den Namen vom Modell. Mam Modell. Das muss ich auch dann eventuell hier vier Runden nehmen. Alles, wenn ich ein neues Modell mache, muss das dann abgerufen gehen. Okay. D'accord? Für das ihr wisst, das Modell wird geändert. Das ist mit dem Modell geschieht. Weil den Drawpanel muss der Modell hier malen. Ja. Ist das klar? Du weißt ja. Ja. Das ist das Schema, den das verlangt. Okay. Der Schmühlen hat das Fischtest gemacht. Grosso modo. Für die noch gesagt, Molen. Okay. Raum. Hier muss man eine Methode beifügen.
Das kann in den entweder mit, was schon das nicht unbedingt gäbe, die meisten Leute gehen damit ertrunken, ich kann den Delegate Override Methode, was das war denn, sicher gehen, dann muss ich aber ein bisschen halt spielen, bis ich die fand, die ich will. Das ist eine ganz spezielle Methode, dafür muss ich das nicht unbedingt gäbe, was mein, hey, mein Paint-Komponent. Das ist die Methode, die ich spreche, Paint-Komponent. Die Mode, das wird das Java-System am Hintergrund gebracht für zum Mode. Okay. Das ist die. D'accord? Und dann muss ich das, wie ich es gemerkt habe, war schon das nicht gern. Ich meine, lieber dann ernst. Meistens programmieren ich die einfach per Hand. Public void paint component. Und als Parameter graphics b. Der graphics als ein Java brauchen wir nicht was wird das. Das ist etwas, was möchte, dass er mal kann. Doch direkt erkannt. Da kann ich mal. Das ist die heutige Methode, die vom System einfach abgerufen wird. Ich will mal. Wir haben keine Kontrolle, wenn ich die Methode abgerufen wird. Aha. Ja, d'accord? Das ist hier, was meine ich, weil der Hoffnung ist einfach Guernica.draw. Okay? Aber für zum Mal muss ich ihm den Parameter. Ja, Moment, das ist ein drauf von der Methode, die ist dann drin. Modell. Okay. Passt, ich muss ihn aber unbedingt der G-Mat übergehen. Das weiß, das ist mein Canva. Das wird so ein Do-Molst-Lovanschrift. Das ist das, was du bist, mir kompliziert ist. Hi. Du fehlt noch was. Voilà. Du musst ich dem nicht drauf gehen, nicht durch. Mit Graphics, ne? Ich muss immer Graphics gehen. Für zu wissen, hier muss ich malen. Graphics. Ich habe die Impression, dass du den probierst, nicht allzu oft zu verstehen. Ja, nee. Du musst einfach, oder? Alle, alle. Kopierst du einfach. Ne? Das ist ein Schema, das ist immer das selbe Schema. Wir ändern heute kein Jutta. Okay. Denn als es so entwickelt ging, weil die funktioniert wie die meisten Aufgaben, wie wir sie machen, geht das durch. Okay. In der Praxis wird ein bisschen mehr komplexes Schema gebraucht, mit dem heute funktioniert. Das heißt, der Student muss wissen, was man am To-Do schreibt. Und ja. Der Rest kopiert. Kopiert, Band, einfach so. Das haben wir das selbe Schema. Okay. Das ist, was heute noch fehlt, und ich hoffe, dass wir nur Fehler kriegen. Ich starte die mal. Mhm. Wir können dann erst mal und dann erst mal. Wir kriegen da vielleicht schon direkte Fehler. Mainframe, ja, das ist mein Herr. Klasse. Ja, das ist kein Fehler. Shit. Ja. Super, das ist geil. Schon noch nicht gemalt. Ein bisschen, ja. Das ist geil. Für was? Wir haben ein Glück. Für was? Weil, was geschieht? Weil hier steht Null. Ja. Hier steht Guernica, direkt. Ich weiß nicht, wenn ich die heute Methode abgerufen habe. Ich weiß nicht, wenn ich die heute Methode abgerufen habe. Okay. Das System. Das wir müssen. Und das ist eine Obligation, die durchschützen. If Guernica ist 0. Verschieden von 0 aus, wir machen das so verschieden von 0 und dann malen wir. Mhm. Okay, das gehört doch zum Schema. Das muss ich machen. Weil ich weiß nie, wenn ich den heute 0 aus oder nicht. Mhm. Solange den heute nicht abgerufen gehen aus den heute 0, da kann irgendwann zu einem. Wie geht denn abgerufen? Automatisch. Das ist ein Trick dabei. Er geht automatisch abgerufen. Wir haben keine Kontrolle darüber. Mhm. Okay? Ja. Voilà, lass den Anfang. Gucken wir mal, was geschieht. Dann nicht. Bon, das ist das mal, ich will das ganz weiß kriegen. Für Canva. Zum Beispiel weiß. Schon ja, okay. Auch das ist ein bisschen das Schema. Wir machen das direkt hier. Hintergrund weiß nicht. Hintergrund weiß, wie wert, weil wir haben keinen Löschbefehl. Es gibt keinen Befehl, wir haben Lösch, alles, und mal frisch. Okay. Geht klar. Dafür muss ich das machen. Das ist das als Set Color. Das ist dann zum System, mal mit der heute Farbe. Und da brauche ich dann meine prädefinierte Farbe, zum Beispiel White. Das ist die aktive Farbe. Alles, was ich mal wird mit der Farbe gemalt. Okay. Dann mache ich und ich will die ganzen Dinge füllen. Das ist der Fill Rekt. Dengel. Ich fange nur von nun. Über links. Ob den G, du schaffst mal mein Parameter. G, das ist mein Canvas, das ist der Platz, wo ich male. Da wird den Draw-Panel wird da gemalt. Ja. D'accord? Mit, am Java wird das über den G gemalt. Mhm. Das ist Graphics. Get Width, das ist der vom Panel. Mhm. Get Height. Ups, Get Height. Allez. Hm, okay.
gucken wir mal. Das weiß. D'accord? Miracle. Aufgepasst, du hast vor, sei minusehend oder nicht minusehend? Theoretisch schon, oder? Wir fangen bei 0,0, wir haben ein Rechteck so viel Pixel. Ja. Ich dann müssen wir nicht minusehend. Ich meine, ne? Also dramatisch, nein. Gibt nicht abfallen. Gibt nicht abfallen. Also sowieso, wenn ich immer dann kann was malen, das ist nicht mehr geil. Er möchte kein Fehler. Heinz, du, wenn du in der Tisch hast, war in diesem Fall nicht schwer, ist der Mehrgewinn, das in der Mehrgewinn. Das mehr im Prinzip gesagt. Das ist mehr im Prinzip gesagt. Ja. Dass wir können kontrollieren, als dann wir spielen ein bisschen normaler. Okay. Mehr effektiv geht bis kein Hate. Theoretisch muss man ein Pixel mehr noch wählen. Wenn das die Koordinat, so viel Pixel. Als es heute war, mal sehen mal. Wenn schon 10 Pixel zu malen, dann malen ich 10 Pixel. Das ist die richtige beim Film. Wer den Drohrektel, dann muss ich minus sehen. Ja, okay. Das ist ein Spiel sein, muss ich eigentlich probieren. Hm. Wenn ich weiß, ich sehe den Pixel nicht mehr beim Zeichen, dann muss ich den minus sehen. Okay. Voilà. Ich habe mir den nächsten Schritt gemacht. D'accord? Wir können noch alles dahinter machen. Die ganzen Modelgeschichten. Ja. Aber normalerweise möchte ich das am Modell. Heinz, du den Sachen heute malen, zum Beispiel beim Schachbrett, das ist der Schachbrett hier. Den hast du nicht am Modell dran. An dem Modell muss ich dann die verschiedenen Stängel. Okay, verstehe. Und das ist die Separation von den zwei. Das ist ein bisschen angegeben, die seht, werde ich am Paint-Komponent machen, und werde ich am Modell machen. Hi, als immer am Paint-Komponent. Clear the Canvas. D'accord? Das steht immer da. Das ist immer das, was wir machen. Zweitens, kontrollieren wir, ob ein Idle ist oder nicht. Als ein Null, wenn ja, nicht machen, oder nein, dann spuren. Dann machen wir das. Okay. Endlich habe ich es alles am G. Fängt mal an. Set Text. Oh, das geht nicht. G, Set Text. Ich habe eine Farbe mal. Das soll ich noch oft machen. Das wird nie, was für eine Farbe hier drüber. Ah, ja. Color, New, Color, RGB. Du musst eine Erfahrung haben, respektive, es hält den einfach auf. Ja, ich meine, 121, 200, Komma, 33. Mit gut, Alpha mit Grün, da geht es noch Giel, irgendetwas Giel. Ja, mit einem Transparent von 121. Okay. Ich kriege den Fehler. Gucken gehen. Ah, wenn wir den noch nicht fand, Import. Das sind normale Fehler, die kommen, die müssen einfach importieren. Das ist fair was gemacht. G. Draw. Da wollen wir viel sagen. Anders mein Text Draw. Rekt. Das ist ja gar String. Wo ist er? Schreiben mein Text. First. Rido Hello World. Wo soll ich den machen? 30 Pixel nur hin. Weil wenn ich 0,0 wäre, gesehen ist das. Ja. Wer mir hat den nur gesucht. Den Text aus innen rechts, innen links. Ja. Da gebe ich nicht gesehen bei 0,0. Ah, weil ein drüber geschaffen. Geschaffen. Oh Gott, ja. Das ist typischerweise das, was noch schief geht. Wir gehen 30 ein bisschen rauf, anders gehen 100 ein bisschen noch rechts. Und dann sehen wir, was du kennst. Okay, ich kann ihn nicht erkennen. Ich kann aber leider kreis nicht einer. Nicht mit den heutigen Befehlen. Den Christ von der Schrift zu machen oder die Schriftart zu ändern. Alles einfach kein praktisch sein, ja. Ja, das können wir nicht. Wenn du hast dann wirklich zu weit. Ich will mal heute den Alpha-Channel wäsch. Ja, das ist ein bisschen, das ist nicht, das ist nicht, das ist zu transparent. Ne? Ich meine, das selbe wäscht. Copy, dass wir dann hier noch all die anderen Befehle ein probieren. Paste. Ja, ich probiere das selbe wäscht ein bisschen mit. Dann muss ich noch Shape proper machen. Einfach der Alpha Channel wäsch. Das geht ungefähr das selbe gering. Ich meine, den dann, das kann ja 80 rauf. Das bleibt auf der selben Position, aber ein bisschen an der rauf. Links, rechts, und dann sehen wir das richtig gering. Ah ja. Na? Mhm. Voilà, das ist der nächste Text. Uff. Bon, probieren wir mal dann die anderen Sachen zu machen. Fangen wir mal da hin. Röhm,
set color. Das geht aber Java red. Mhm. Kleiner oder groß ist egal? Das ist prädefiniert. Das ist egal, das spielt eine Rolle im Java. Mit Color wird schon ein Minuskül und ein Majuskül definiert. Also, als okay. Konventionen sind es immer Majuskül, aus all Tradition. Mit sind aber noch Leute, die den modern mit klein schreiben, das du. Okay. Wir gebrauchen das, was wir können. Hier ist ein Drawline. Drawline. Steht auch geschrieben x1 0 0. Und ich will bis zum Schluss gehen. Ah, mit so einem Heiß. Ja, die haben wir nicht. Die ist nicht. Die haben wir nicht. Das ist das Problem bei der Geschichte. Wir haben das nicht. Ich kann es da nicht vom Drawpanel holen. Ne? Ja. Ich kann es aber nicht sicher gehen. Ich habe heute keine Aktie auf den Drawpanel. Ah. Ei. D'accord? Was wir dann an den Aufgaben, wir machen es einfach als Parameter. Ah, okay. Das geht. Wir haben uns nicht. Wir machen es einfach 100. 100. D'accord? Und dann, wir haben den gemalt. Set. Color. Das geht nicht. Red. Ups. Color. Blue. Blue, hier ist es schon majuskül geschrieben zum Beispiel. Und da fängt man nur die bisschen interessant. Draw, rectangle. Rum, moving links. Ja. Das sollen wir holen. 40. 40. Und nur den Breit von 30 Pixel und 30 Pixel. Okay. Das sind keine Koordinaten, da möchte schon was man will. Probieren wir das. Da steht verschiedene Leute schon direkt erkannt, was da geschieht. Hi, mal gemalt. Okay. Wir haben das selbst schon mal einen Fill. Das ist der Fill rekt. Ich meine, dieselbe Farbe. Ups. Fill. Fill rekt. Hey, das ist dasselbe. Ich meine, den eine Klangverschiebung. Zing, zing. D'accord. Wir hatten dann hier 4 drin, 99 und 22, geht ein schmuler Rechteck. Gucken wir, was geschieht. Du. Dann wird alles ekrasiert, was drin ist. Wenn ich mal denke, Alpha, da geht es nicht noch ein bisschen drüber. Ja. Hier geht es nicht. Okay, ich verstehe. Okay. Also ist alles mit E-Layer. Das E-Layer. Den Alpha gesagt, da ist ein bisschen Zerren drin, aber so ist es effektiv ein auf den anderen. Und dann noch die zwei Lastbefehle. Du machst noch einen Graph. Set Color. Ups. Geschieht ja ein Fehler. Jetzt sollen wir holen. Red, Blue, Yellow. Ja. Ja. Das ist ein Draw Oval. Oval für Kreis. Woven Length. 200. Ich meine, die wirklich weit. Width. 145 und 75. Das geht ein Oval. Kein Kreis. 4 Kreis. Also Kreis. D'accord? Klar. Banal normalerweise. Mhm. Das sind aber nicht. Voilà. Oh, dann hast du ändert Menge im Canvas geschoben. Geschieht auch kein Fehler, das ist mir egal. D'accord? Okay. Bon, wie gesagt, der Yellow Wolf mit Country. Ja, die meint's ja. Orange. Schlusspunkt. Ja. Und dann haben wir die letzte. Dann Fill Oval Test. Das haben wir das selbe Prinzip. Jetzt wollen wir ein bisschen mal weit. Und ich meine den kreisförmig mit 30 Pixel. Voilà. Ja. Voilà, hier ist. Wunderbar. Okay. Also, das nicht am Anfang. Hat schon gemeint, da gibt es eine Monster-Animation, weil programmieren mit einem Scratch-Menschen, ein Scratch-Katz, die rundherum lief. Ja. Nein. Hi, würde ich noch mal etwas weisen. Oh, da tun wir noch ein Train. Die bewegt sich falsch. Das ist, da muss man, und das soll ich noch mal machen, hi, unbedingt Auto-Resizing für die zwei Mann. Ah ja. Da kann das dann immer. Wenn das gefordert ist, das sind Aufgaben, wofür das nicht gefordert ist, mit das normalerweise, das wird man wollen. Aber wie gesagt, dann bleibt den da hängen. Ah, bin mal, dass der Kreis auch komplett. Ja, weil ich dann mit dem Canva mit groß machen,
Der Molte neben du, weißt du, wenn ich mich klein mache, okay. Das ist mir egal. Ein Molte rasch nicht, es geht nicht. Voilà. Okay, das sind noch cool Sachen. Mhm. Nur, wenn, was geschieht, wenn ich den Modell ändere, wenn ich zum Beispiel hallo, Koordinaten effektiv wechsle, da gibt es noch Befehle wie der Repaint. Ich so in dem System, hey, wenn ich Cliff Schnaps geändert, kannst du den Schrift malen. Okay. Da werden wir, wenn so geschieht, dass das tun, forciert den Redro. Da fehlt der Repaint. Wenn der Apps gemalt hat, ändert sich nicht, und die klickt irgendwo, ändert sich nicht, und die ändert das tun. Das ist ein Refresh, wenn ihr so will. Ja. Da fehlt der Repaint. Das sind wir eventuell an einem bisschen mehr komplexen Beispiel, wie für Basisbeispiel. Okay. Also das ist einfach, ja. Mit der Schema ist richtig komplex. Der Schema ist komplex. Und dem versteht ihr ja nichts. Nee, muss ich auswendig. Doch, das Verstand in den Erfahrungen mit Java wird versteht. Aber du musst aber schon an der Objektorientierung schon ein bisschen mehr, ja. Mehr Glas holen. Ne? Mit das definitiv einfach, als ich so ein Wort auswendig zu lernen. Okay. Ich meine, einfach, das, was ich muss behalten. Einfach das machen, was da steht. Ja, das Wichtigste ist, das ich betonen. Hier darf kein New kommen. Wenn ich heute Modell New möchte, da geht das nicht, weil den heutigen Modell wird dann nicht mit dem heutigen zu tun. Das ist also ein Modell. Die richtige. Den einen ist nämlich ein Verweis darüber. Okay. Das ist ein MVC, den das dann so verleiht. Okay, gut. Uff, da gibt es schon, das war viel für das Kehr. Also verdauen, das tut dann alle. Okay, merci für den Nullausch drin, bis eigentlich das Kehr.